Hallo liebe Freunde des Südkurier Heger Echo. Wir befinden uns im Industriegebiet in Singen. Neben mir Dirk Bamberger, der Besitzer des Top 10 Großraumdiskothek. Hinter uns Herr Bamberger. Die GEMA hat vor, ein bisschen mehr Geld von Ihnen zu verlangen. Können Sie uns das mal erklären, was da los ist? Ein bisschen mehr ist eigentlich stark untertrieben. Also wir werden dann ab nächstem Jahr so richtig zur Kasse gebeten. Und das wirkt sich so weit aus, dass wirklich, also ich als Diskotheken-Inhaber und auch meine Kollegen, die Diskotheken allgemein in Deutschland, vor sehr starke Probleme gestellt werden. Bis dahin, dass viele Diskotheken, nehme ich mal an, auch nächstes Jahr schließen werden, wenn diese GEMA-Gebühren wirklich so umgesetzt werden ab nächstem Jahr. Können Sie ungefähr sagen, was Sie bisher zahlen und was Sie dann in Zukunft zahlen müssen hier fürs Top Ten in Singen? Ja, ich habe die Zahlen, also ich habe ja 5 Betriebe insgesamt. Ich habe jetzt insgesamt im Jahr etwa 93.000 Euro bezahlt. Das ist ja schon sehr viel Geld, finde ich. Und ich soll nächstes Jahr so etwa 540.000 Euro bezahlen, über 500.000 Euro. Und das ist einfach nicht tragbar. Das kann man einfach nicht so erwirtschaften. Und ich finde auch, das ist, ich muss mich als Unternehmer auch auf in Deutschland hier auf Rahmenbedingungen verlassen, die auch gleichbleibend sind, um hier vernünftig wirtschaften zu können. Ich habe hier letztes Jahr einen großen Umbau gehabt, 2010 abgeschlossen, vor 2 Jahren fast. Und da habe ich viel Geld investiert, auch das muss ich wieder zurückzahlen. Das ist einfach so nicht möglich, dass da jemand kommt und so einen zur Kasse bittet. Die GEMA selbst sagt, in der Schweiz beispielsweise wird 15% des Eintrittsgeldes verlangt für die Rechte an den Liedern, für die Künstlerrechte, und sagt dann gleichzeitig die GEMA, aber wenn wir hier 10% haben, kann doch nicht sein, dass wir hier Diskothekensterben haben werden. In der Schweiz gibt es das auch nicht. Was entgegnen Sie dem? Ja, das ist so die halbe Wahrheit mit den 10%, das habe ich auch schon gehört. Das ist ja leider auch nicht so. Das ist erstmal ausgelegt auf 5 Stunden Musik. Wenn man weiter öffnet, wie wir das ja haben, wir haben normalerweise 8 Stunden geöffnet, muss man nochmal 50% mehr zahlen. Dann sind noch verschiedene andere Abgaben auch noch zu leisten. Also summa summarum sind es nachher wesentlich mehr als 10% vom Eintritt, die da zu zahlen sind. Außerdem kann man es ja nicht so machen. Solche Sprünge, die sind einfach nicht machbar. Wie gesagt, man muss sich ja auch darauf einstellen können. Das ist einfach nicht möglich, von heute auf morgen über 500% oder das Fünffache mehr zu verlangen. Das geht einfach nicht. Sie haben Protest angekündigt. Wie sieht der Protest aus? Also wir haben ja jetzt diese Woche, am Samstag wird es bundesweit, da nehmen viele Diskotheken bundesweit daran teil. Da wird es eine Anti-GEMA-Veranstaltung geben. Da wird für 5 Minuten die Musik verstummen in allen Diskotheken Deutschlands, um auch die Gäste darauf aufmerksam zu machen. So könnte es in vielen Diskotheken nächstes Jahr aussehen. Das werden wir machen. Da ist eine große Online-Petition auch. Da kann man auch aufs Internet gehen, ins Internet reingehen, www.disco-retter.de. Da kann man Unterschriften sammeln. Das geht also minütlich jetzt unterschreiben viele, viele Menschen in Deutschland hier diese Petition. Momentan glaube ich bei 182.000, aber gestern waren es allein knapp 20.000 Unterschriften. Also es geht richtig nach oben und wir hoffen dadurch, dass auch die Politik aufmerksam wird. Ich werde selbst auch noch die Bundestagsabgeordneten anschreiben und mir einfach erzählen, was hier los ist, dass das einfach nicht sein kann, dass hier die Unternehmer so stark belastet werden. Das Top Ten gehört zu Singen wie der Hohen Twil. Hoffen wir, dass es irgendwie weitergeht. Herr Bamberger, vielen Dank. 2013 soll die GEMA-Gebühr erhöht werden. Wir verfolgen es und wie dem auch sei, wir hoffen, dass auch nächstes Jahr dann hier hinter uns noch ordentlich getanzt werden kann. Tschüss, Herr Bamberger. Vielen Dank.